Meine Damen und Herren, wir machen weiter in der wirklich spannenden Konferenztagsrunde, in den spannenden Präsentationen. Und wir legen gleich los mit der IoT Security oder mit dem IoT Security Lifecycle. Und da fiel uns so auf, warum Babyphones nicht nur praktisch sind und was die Pandemie denn nun für einen Einfluss auf die Sicherheit im Internet der Dinge hat. Werden wir uns gleich anhören. Und dazu haben wir unseren ersten Experten am heutigen Nachmittag. Das ist Dominik Meyerhofer, Security Analyst and Engineer von Protect7. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Auch Ihnen herzlich willkommen zum Talk zum Thema IoT Security Lifecycle. In den nächsten paar Minuten möchte ich Ihnen eine grobe Übersicht zu Themen geben, die es aus unserer Sicht zu beachten gilt, wenn wir sichere IoT-Produkte entwickeln möchten. Mein Name ist Dominik Meyerhofer, ich arbeite bei der Protect7 GmbH in Zürich als Security Analyst und wir sind ein produktneutrales Unternehmen, das sich hauptsächlich um alle Fragen rund um das Thema Software-Sicherheit mit all diesen Themen befasst. Wir durften auch bereits ein paar Projekte zusammen mit Legic realisieren. Einerseits durften wir die Legic Connect Plattform einer Security-Analyse unterziehen auf Basis des ASVS-Frameworks. Dazu wurden Interviews mit den involvierten Personen geführt, es wurden Konfigurationen gereviewt, es wurden Penetration-Tests der Anwendung durchgeführt und auch der Source-Code wurde einem Review unterzogen. Dies umfasste total ca. 27 Tage und es wurden plus minus 150 Requirements auf die Sicherheit überprüft. Soweit ich weiß, ist der genaue Report bei Legic erhältlich auf Anfrage. Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass Legic bei diesem Audit überdurchschnittlich gut abgeschlossen hat. Ein weiteres Projekt, das wir realisieren durften, war die Unterstützung beim Aufbau einer PKI. Das ist eine Lösung zur Verwaltung von Zertifikaten. Wir durften beim Requirement unterstützen, beim Solution Design und wir durften die Implementation begleiten. So, nun zum eigentlichen Thema IoT. IoT-Systeme sind in der Regel relativ komplexe Vorhaben, weil sie aus mehreren Systemen bestehen, die zusammen interagieren müssen und die sich in der Regel auch relativ schnell weiterentwickeln. In den allermeisten Fällen werden hohe funktionale Anforderungen an das System gestellt und die Zeitpläne sind eng. Das bedeutet dann, dass die Security nur sehr, sehr wenig zum Zug kommt und vernachlässigt wird. Wenn überhaupt, werden nur sehr unspezifische Anforderungen an die Sicherheit gestellt. So eine Anforderung könnte zum Beispiel sein, das Produkt muss sicher sein. Okay, wenn ich jetzt das als Entwickler sehe, dann habe ich mehrere Wege, wie ich mit dem umgehen könnte. Die Person, die die Anforderungen erstellt hat, versteht wahrscheinlich das unter sicher. Also das ist ein Zutritt, da kommt niemand rein, außer der es darf. Die Person, die das Feature dann entwickelt, sieht vielleicht so etwas. Also das heißt, sie geht hin, implementiert etwas nach bestem Wissen und Gewissen und wie Sie sehen, das könnte relativ problematisch sein. Dies geschieht in der Regel aufgrund zu wenig Zeit oder aufgrund mangelnden Know-hows der Person, die das Feature entwickelt. Wenn Sie jetzt denken, das hat sich der Typ da oben an seinen nicht vorhandenen Haaren herbeigezogen, dieses Beispiel, dann darf ich Ihnen sagen, aus unserer Erfahrung sind das Probleme, die wir in unserer täglichen Arbeit auch sehen. Ein weiteres Problem könnte genau das Gegenteil sein. Wieder jemand meint es vielleicht zu gut mit der Sicherheit und implementiert irgend sowas. Wenn wir fair bleiben wollen, dann können wir sagen, dieses Fahrrad wird wahrscheinlich nicht so leicht und so schnell gestohlen. Nur wenn Sie dieses Bild auf ein Softwareprojekt ummünzen würden, dann sehen wir, dass die Person, die dieses Feature dann weiterentwickeln muss, wahrscheinlich einen sehr schwierigen Job hat. Und es wird auch darauf hinauslaufen, dass neue Fehler eingebaut werden. Aus all diesen Gründen entstehen dann solche Meldungen, die wir, denke ich, alle kennen, aus den Medien, dieses Beispiel aus dem Mai dieses Jahres oder vom Juni dieses Jahres. Das könnte man jetzt beliebig weiterführen, solche Beispiele.
Solche Meldungen verursachen einerseits Reputationsschaden, doch der finanzielle Aspekt darf auch nicht außer Acht gelassen werden. Das Problem ist, je später eine Schwachstelle im Lebenszyklus entdeckt und behoben werden muss, umso teurer wird das Ganze. Das heißt, wir sind gut daran beraten, wenn wir die Sicherheit so früh wie möglich in das Projekt implementieren. Die folgende Grafik zeigt relativ interessant, dass ganz unten auf der, also ganz links auf der Zeitachse, sehen wir den Prozess des Implementierens der Software. Und wir sehen, dass 85% aller Schwachstellen während genau diesem Zeitpunkt in die Software reinkommen. Das ist ja irgendwie auch logisch, weil da wird die meiste Arbeit geleistet. Was wir aber auch sehen auf der roten Liste, dass genau zu diesem Zeitpunkt die Behebung dieser Schwachstellen auch mit Abstand am günstigsten ist. Je weiter wir uns nach rechts Richtung Tests, Release bewegen, umso schneller steigt die Kurve an und de facto umso teurer wird die Behebung so einer Schwachstelle. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, in den allermeisten Projekten, wenn es überhaupt Security-Tests involviert hat, dann finden die irgendwo vor oder kurz nach dem Release statt, und Sie sehen auch, dass sogar schon zu diesem Zeitpunkt die Behebung einer dann gefundenen Schwachstelle mindestens 10-mal so teuer ist, wie wenn man das vorher schon entdeckt hätte. Diese Grafik zeigt eigentlich sehr schön, wir sind alle gut beraten, wenn wir versuchen, die Sicherheit nicht nur ganz am Schluss einzuführen in unser Projekt, sondern dass wir die Sicherheit auf den ganzen Lebenszyklus versuchen auszubreiten. Eine Möglichkeit, dies zu bewerkstelligen, ist das sogenannte Shift-Left-Prinzip. Shift-Left bedeutet jetzt in diesem Zusammenhang eigentlich nur, dass wir versuchen, die Sicherheit nicht wie bisher erst am Schluss durch irgendwelche Tests zu verifizieren, sondern wir versuchen, Security über das ganze Projekt anzuwenden. Das bedeutet dann zum Beispiel, bereits schon während der Analyse, während dem Design, denken wir an die Sicherheit, wir versuchen spezifische Anforderungen zu stellen an die Sicherheit, nicht nur das Produkt muss sicher sein, sondern wir wollen überprüfbare, messbare Anforderungen stellen an die spezifische Sicherheit, damit wir diese dann auch während der Entwicklung, während dem Testen überprüfen können. Ein Lebenszyklus unterscheidet sich grob in zwei Phasen. Wir haben einerseits die Entwicklung und wir haben andererseits den Betrieb. In der heutigen Zeit ist das natürlich nicht mehr so schwarz-weiß, wie jetzt hier dargestellt, aber als Modell muss das jetzt reichen. Jede dieser Phasen hat auch spezifische Anforderungen an die Sicherheit. Es gibt spezifische Anforderungen an einzelne Phasen, wie auch allgemeingültige Anforderungen, die irgendwie vielleicht phasenübergreifend sind. Auf den folgenden Folien möchte ich ganz, ganz grob, das ist bei weitem nicht abschließend, dafür reicht die Zeit bei weitem nicht, einfach ein paar Themen herauspicken, um so ein bisschen die Awareness für Security und auch die Bedeutung der Security zu zeigen. Im IoT-Kontext haben wir das eigentliche Device, also das Gerät, was häufig auch die Achillesferse des ganzen Systems ist. Dies aus dem Grund, weil das Device, also aus Sicht eines Angreifers, ist das Device quasi verfügbar. Das heißt, ein Angreifer kann sich entweder ein Device kaufen, er kann sich das sonst irgendwie besorgen und hat dann fast unendlich lange Zeit, nach einer Schwachstelle im Device zu suchen. Wenn er diese dann gefunden hat, kann er vielleicht das Device kompromittieren, im schlimmsten Fall kann er seinen Angriff auf die Cloud, auf irgendwelche Backends ausweiten. Darum müssen wir einerseits dem Device Sorge tragen. Doch wie können wir jetzt das machen? Ein sehr, sehr gutes Mittel, was sich bewährt hat, ist der Grundsatz der sicheren Softwareentwicklung. Das ist so ein Oberbegriff, beinhaltet aber sehr, sehr viele Themen, die darunter fallen. Aus meiner Sicht, das A und O dieses Themas ist, wir brauchen eine gute Ausbildung mit der Personen, die mit der Entwicklung betraut sind. Das heißt, die Personen müssen verstehen, wenn sie etwas implementieren, ist das jetzt Security relevant oder nicht? Und wenn ja, kann man sich Hilfe holen, man kann speziell darauf achten, man kann es speziell testen und so weiter. Ziel soll es nicht sein, dass einfach jeder Entwickler und Entwicklerin ein Security-Spezialist wird.
Aber wenn Sie sich nochmal das Bild von vorhin mit dem Tor vor Augen führen, dann geht es genau darum, dass wenn wir ein Feature implementieren, das Security relevant ist, dass wir das merken und eben wie gesagt Hilfe holen können oder das halt richtig implementieren. Ein weiterer Punkt ist die sichere Hardwareentwicklung, geht ein bisschen ins selbe Thema wie sichere Softwareentwicklung. Wir wollen verhindern, dass unsere Devices zum Beispiel jemand die Firmware auslesen kann, sie manipulieren. Wir wollen verhindern, dass irgendwelche Geheimnisse unverschlüsselt im Device übertragen werden, die ein Angreifer auslesen kann und dann meine Cloud oder mein Device kompromittieren kann und so weiter. Ein weiterer Punkt sind sensitive Daten. In der Regel haben IoT-Devices irgendwelche Credentials gespeichert. Das heißt, sie brauchen Credentials, um mit der Cloud zu kommunizieren. Sie haben Credentials für ihren eigenen Zugang. Es gibt Credentials oder Zertifikate für die sichere Kommunikation und so weiter. Wenn wir es nicht schaffen, diese sensitiven Daten sicher zu persistieren, also abzuspeichern, dann hat ein Angreifer mit Zugang zum Gerät ein relativ einfaches Spiel, um die auszulesen, und kann dann seinen Angriff fortführen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Cloud Security, wie wir finden. Ein häufiges Missverständnis, wenn wir in die Cloud migrieren, ist so der Satz, ja, wir sind jetzt in der Cloud und ich muss mich um eigentlich nichts mehr kümmern. Das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad, wenn ich eine voll integrierte Lösung irgendwo mir einkaufe, die das für mich abnimmt, dann ist das so. Je weiter weg wir uns von einer voll integrierten Lösung bewegen, vielleicht haben wir unsere eigene Applikation geschrieben und hosten die irgendwo auf Azure oder AWS, diverse Anbieter, dann gibt es Punkte, um die wir uns kümmern müssen. Ein Punkt ist zum Beispiel das Identity und Access Management. Bedeutet im Prinzip nichts anderes, als wir müssen eine zentrale Verwaltung unserer Accounts haben. Jetzt denken Sie vielleicht, ja gut, das ist ja banal, das ist ja logisch. Das ist so, wenn ich 5 Accounts oder 10 oder 20 Accounts verwalten muss, kein Problem. Das kann ich manuell machen, da kann ich mir einen Prozess schreiben, null Problem. Wenn ich Hunderte, Tausende Accounts verwalten muss, dann möchte ich sicherstellen, dass das automatisiert funktioniert und zwar richtig. Ich möchte meinen Usern nur genau die Rechte geben, die sie benötigen. Das heißt, das muss sichergestellt sein. Ich möchte überprüfen können, wie es den Accounts geht. Also werden die vielleicht angegriffen. Ich möchte sicherstellen, dass der Zugang sicher ist, also dass sichere Passwörter und so weiter verwendet werden. Und ich möchte zum Beispiel auch sicherstellen, dass ausgetretene Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, dass denen ihre Accounts auch wirklich gelöscht werden. Wenn all diese Punkte fehlschlagen, dann habe ich unter Umständen ein Problem in diesem Bereich, der mich früher oder später einholen wird. Logging und Reporting, da geht es darum, wir möchten Visibilität schaffen. Also wir möchten wissen, wie geht es unserer Plattform, einerseits was Verfügbarkeit anbelangt, andererseits aber auch was die Sicherheit anbelangt. Das bedeutet konkret, ich möchte zum Beispiel mitbekommen, wenn jemand Tausende von Passwörtern versucht zu erraten. Ich möchte auch mitbekommen, wenn eben jemand wenn jemand das Device nimmt und irgendwas daran rumspielt. Das möchte ich mitbekommen. Nur leider ist mit dem eigentlichen Logging halt nicht getan. Ich brauche auch ein gutes Reporting. Wenn Sie sich vorstellen, ich habe einfach Tausende an Log-Einträgen, die irgendwo in irgendeiner Datenbank anfallen, wer soll das prüfen? Wer soll da irgendwas daraus korrelieren? Darum brauchen wir ein gutes Reporting, das allen Beteiligten hilft, irgendwelche Anomalien oder Angriffe zu entdecken. Ein letztes wichtiges Thema im Bereich Cloud ist aus meiner Sicht auch das Hardening. Da spielt es jetzt natürlich eine sehr große Rolle. Habe ich eine voll integrierte Plattform, die ich verwende? Da gibt es dann nicht mehr so viel zu tun. Oder habe ich alles selber gemacht? Hardening bedeutet salopp gesagt eigentlich nur, ich versuche mit den vorhandenen Mitteln, die ich habe in dieser Cloud, die ganze Cloud so sicher wie möglich zu gestalten. Weil in der Regel sind die Default-Werte, die bestehen, nicht die sichersten, Lösungen, wie ich meine Cloud sicher halten kann. Genau, ein ganz banales Hardening könnte zum Beispiel sein, ich habe irgendeine Applikation, die läuft in der Cloud
Und ich möchte sicherstellen, dass nur Benutzer, also quasi der IP-Range, nur aus meinem Office zugänglich ist. Das könnte so ein banales Hardening sein. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Transport Security. Da geht es hauptsächlich darum, wir möchten sichere Übertragungen sicherstellen. Das heißt, wir haben Übertragungen Device zu Device, wir haben Übertragungen Device zu Cloud, umgekehrt und so weiter. Das tönt jetzt da so einfach. Ist ja logisch, wir machen irgendwelches TLS rein und gut ist. Nur das Problem ist bei IoT-Devices, die sind vielleicht von ihren Hardware-Ressourcen gar nicht dafür gemacht, dass sie das könnten. Und wenn wir es implementieren würden, dann wäre vielleicht die... Entschuldigung, ich muss kurz auf die Zeit schauen, da blinkt irgendwas. Okay. Dann wäre vielleicht die Batterie bereits nach 5 Minuten leer. Genau. Es geht darum, wir wollen Verschlüsselung dort, wo es sinnvoll ist. Nicht einfach, dass wir verschlüsseln. Das ist noch eine wichtige Message. Ein weiterer Punkt, dann springe ich weiter, ist die gegenseitige Authentisierung. Das bedeutet, wir haben diverse Devices, die miteinander kommunizieren, die mit der Cloud kommunizieren. Wenn ich jetzt nicht sicherstellen kann, dass zum Beispiel die Cloud überprüfen kann, ob sie jetzt mit einem validen Device kommuniziert oder vielleicht mit einem Device, das jetzt eigentlich ein Angreifer ist, dann kann ich früher oder später in Probleme kommen. Da geht es um die gegenseitige Authentisierung, damit das nicht passieren kann. Zum letzten Thema ist die Lifecycle Security. Bedeutet eigentlich der Betrieb. Was wir nicht wollen, ist, dass wir etwas entwickeln, wir nehmen es, werfen es über den Zaun in den Betrieb und dann ist es uns egal, was mit dem Device passiert. Das Problem ist, unsere Software besteht aus diversen Komponenten. Wir haben unseren eigenen Code, die allermeisten Projekte haben einen großen Anteil an Open-Source-Bibliotheken, die wir jeden Tag verwenden. Wir haben vielleicht ein Betriebssystem, das es sicher zu halten gilt. All das müssen wir irgendwie erkennen. Und das Erkennen ist dieses sogenannte Vulnerability Management. Also wir brauchen Prozesse, wir brauchen Tools, die unsere Software scannen, die irgendwelche Datenbanken abfragt und sagt, ich habe Bibliothek XY, besteht eine Schwachstelle? Wenn ja, dann muss ich das patchen. Somit auch zum nächsten Thema, das Patch Management. All das bringt mir nichts, wenn ich nicht sicher patchen kann. Das heißt, ich brauche eine Möglichkeit, meine Geräte, meine Cloud, meine Apps, was auch immer, sicher abzudaten. Das heißt, ich möchte sicherstellen, dass wenn ich ein Update anstoße, dass überall überprüft wird, dass das auch jetzt wirklich die Software ist, die mal irgendwo bei uns im Haus erstellt wurde. Ich möchte auch sicherstellen, dass diese Software nicht irgendwo kompromittiert wurde und aus unseren Tausenden von IoT-Devices jetzt ein Botnet wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Zertifikatsmanagement. Das ist auch ein Punkt, der immer wieder schief geht. Das bedeutet, Zertifikate werden für die sichere Kommunikation benötigt. Zertifikate können verloren gehen, Zertifikate können gestohlen werden und wenn das passiert, dann brauche ich eine Möglichkeit, Zertifikate einerseits zurückzurufen, also all meine Devices müssen dann wissen, hey, wenn jemand mit dem Zertifikat bei mir anklopft, dann darfst du dem nicht vertrauen, weil das ist ein gestohlenes Zertifikat, so grob gesagt. Um das geht es. Also ich muss Mechanismen haben, wie ich das bewerkstelligen kann. Das sind alles keine einfachen Schritte, da muss man sich Gedanken machen. Es kann auch sein, dass man gewisse Themen halt bewusst, also gewisse Risiken bewusst akzeptiert, dass man sagt, okay, wir sind uns bewusst, da wäre eine Schwachstelle, aber wir nehmen es bewusst in Kauf. Wir haben ein Auge drauf, dass wir, wenn vielleicht die Software in einem Jahr sich weiterentwickelt, dass wir dann gezielt etwas ändern können in diesem Bereich. Genau. Vielleicht noch kurz ein Statement zu der allgemeinen Security in Projekten. Wir haben häufig festgestellt, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man jetzt hingeht und seinen Entwicklungszyklus nimmt und dann geht man hin und sagt, wir müssen ab morgen Security implementieren. Das heißt, ihr müsst das, das, das und das machen. Das Problem wird sein, das bedeutet für alle beteiligten Personen einen mindestens am Anfang enormen Mehraufwand. Wenn das passiert und
die Leute fühlen sich dann irgendwie überfordert, sie haben eh schon keine Zeit und müssen sich dann noch um die Security kümmern, dann sind die Leute gegen die Sicherheit. Und das ist aus meiner Sicht dann eigentlich der Punkt, wo man auch wieder damit aufhören kann. Das ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt. Abschließend lässt sich vielleicht sagen, was ich Ihnen jetzt da erzählt habe, das haben wir nicht wir erfunden. Das sind Best Practices. Es gibt Guidelines, wo man das alles nachschauen kann. Hier nur eine Auswahl von verschiedenen Organisationen. Das sind Frameworks mit ganz, ganz High-Level-Anforderungen, so ab dem Level, wo ich mich jetzt bewegt habe. Die gehen aber auch runter bis zu konkreten Anforderungen, wie irgendein Feature, ein sicherheitsrelevantes Feature implementiert werden muss. So, ich hoffe jetzt, dass ich da die Zeit nicht massiv überzogen habe und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.